Hallo liebe Kirmes- und Freizeitparkfreunde, nun ist es soweit. Am Samstag startet nach zweijähriger Pause das Frühlingsvolksfest in Köln-Deutz mit einer echten Neuheit, Pandora The Exciting Ride. Ein nagelneues Geschäft von der Karussellschmiede Fabri aus Italien. Hierbei handelt es sich um einen nagelneuen Karusselltyp mit dem Namen In Control. Die 8 Arme, in denen insgesamt 16 Personen hineinpassen, werden hydraulisch in die Höhe gehoben, so dass sich die Gondeln frei drehen können. Wenn sich das Fahrgeschäft dreht, bewegen sich die Arme in unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen auf und ab. Abhängig vom Gewicht und der Geschwindigkeit machen die Passagiere in den Gondeln Loopings. Das ist zurzeit aber noch nicht möglich, da die derzeit verbauten Motoren für die Loopingfahrten noch zu schwach sind. Es sind aber schon neue Motoren für die Loopingfahrten bestellt. Die kommen in ein paar Wochen an. Und dann könnt ihr auch tolle Loopingfahrten erleben. Ich habe heute das Geschäft getestet und ich kann euch nur sagen, es macht Spaß. Vor allen Dingen das Schwingen der Gondeln bis fast zur Fußspitze macht die Fahrt zum tollen Erlebnis. Probiert es einfach mal selber aus. Ab dem 16.04.2022 auf dem Frühlingsvolksfest in Köln-Deutz. Und hier noch einige Aufnahmen vom Aufbau Teil 2 mit anschließenden On-Ride-Szenen. Ich werde euch natürlich weiter hier auf dem Kanal Kirmes Markus auf dem Laufenden halten. Über Pandora The Exciting Ride. Ja, liebe Kirmesfreunde, die erste Fahrt hier bei Pandora 2022, eine absolute Weltneuheit. Und der Kirmes Markus am Start und ich freue mich. Ja, ich bin echt mal gespannt. So, der Bügel ist zu und gleich geht's los.